Es gibt einen sogenannten Adams-Test, um eben eine Skoliose erkennen zu können. Ich habe euch jetzt mal hier den Stefan mitgebracht und der Stefan, der zeigt euch jetzt mal den Adams-Test. Und zwar beugt er sich nach vorne, die Füße zusammen, die Hände bitte zusammen und dann versucht er sich nach vorne zu beugen, bis die Hände zwischen den gestreckten Knien verschwinden. Und dann schaut man über diesen Rücken drüber und kann erkennen, gibt es Erhöhungen oder gibt es Täler am Rücken. Und so erkenne ich eine Skoliose im sogenannten Vorbeugetest, im Adams-Test. Vielen Dank, Stefan.